Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbecue Schwabe. Heute gibt es mal wieder etwas Schwäbisches. Heute mache ich eine Dinnede. Das ist eine Art schwäbische Pizza oder Flammkuchen. Viel Spaß dabei. Zu dem Teig für die Dinnede, der besteht aus 200 Gramm Dinkelmehl, 200 Gramm Weizenmehl, 1 Teelöffel Zucker, einen halben Würfel Hefe, 2 Teelöffel Salz und 250 Milliliter lauwarmem Wasser. Für die Creme, die oben drauf kommt, brauche ich 200 Gramm Schmand, ein Ei und 80 Gramm Emmentaler. Belegen tue ich es einmal klassisch, heißt mit Schinken oder Speckwürfel und Zwiebel und einmal vegetarisch. Ich habe hier noch ein paar Frühlingszwiebeln oder man nimmt ein bisschen Lauch und eine Kartoffel, die gekocht sein sollte. Für den Teig löse ich die Hefe in dem Wasser auf, gebe den Zucker dazu, vermische das Mehl und das Salz und gebe nachher alles zusammen und knete es zum glatten Teig. Ich mache das heute nicht im Video, das habe ich ja schon in anderen Videos gezeigt. Einfach danach schauen, wenn man wissen will, wie das geht. Aber das sollte kein Problem sein. Wenn ich den Teig soweit habe, dann lasse ich ihn ca. 30 Minuten gehen und in der Zeit mache ich mit der Creme und mit dem Belag weiter. Für die Creme nehme ich mir einfach den Schmand, gebe den in eine Schüssel, dann das Ei dazu, das Ganze dann ein bisschen verrühren. Hier gebe ich dann schon ein bisschen Pfeffer. Und ein bisschen Salz dazu. Und hier kommt jetzt der Käse dazu. Den auch einfach unterrühren. Und das Ganze dann zu einer glatten Masse rühren, dass es so am Ende aussieht. Das stelle ich jetzt nochmal kalt, das brauche ich ja erst später. Und mache dann mit dem Belag weiter. Für den Belag erstmal die Zwiebel schälen. Die Zwiebel dann einfach klein schneiden. Hier für die Dinnedel mache ich mir hier so Scheiben. Also ich schneide hier so feine Scheiben einfach runter. Die sollten nicht zu dünn sein. Und wenn die Zwiebeln so aneinander geheftet sind, dann mache ich die ein bisschen auseinander. So sehen die fertigen Zwiebeln aus. Also recht simpel. Die Speckwürfel sind ja schon fertig präpariert. Da muss ich ja nichts mehr machen. Also für meine klassische Variante hätte ich hier alles. Für die vegetarische Variante schneide ich mir auch einfach die Lauchzwiebel in dünne Scheiben. Hier so ähnlich wie bei den Zwiebeln von der Dicke, also nicht ganz dünn, aber auch nicht zu dick. Ich würde sagen, das ist so 2 mm dick. So sehen die fertig geschnittenen Frühlingszwiebeln aus. Jetzt muss ich nur noch nach meiner Kartoffel schauen, ob die fertig gekocht ist. Aber bevor ich das mache, heize ich den Grill vor. Ich habe jetzt heute hier wieder den Pizzastein drin. Der hat zwar leider einen Riss, aber ich versuche heute trotzdem mal mit ihm zu grillen. Dafür mache ich die mittleren Brenner auf niedrigste Stufe und die zwei äußeren Brenner drehe ich auf Vollgas. Wenn die Kartoffel gekocht ist, einfach schälen. Ich habe hier jetzt eine festkochende Kartoffel, weil ich hier auch Scheiben draus schneiden möchte. Die Kartoffel am besten einen Tag vorher kochen, weil dann kann man schönere Scheiben schneiden. Ich habe es jetzt so, das geht natürlich auch. Und schneide jetzt einfach Scheiben runter. Auch wieder so 2-3 mm dick. So sehen die fertigen Kartoffelscheiben dann aus. Ich hole jetzt den Teig und dann machen wir die Dinnede fertig. So wie man sehen kann, ist der Teig schon aufgegangen. Der hat jetzt ca. 40-45 Minuten gegärt. Ich nehme den jetzt raus. Machen wir hier schön gut Mehl drauf. Knete den Teig einmal gut durch. Wenn ich den durchgeknetet habe, dann portioniere ich mir hier 4 gleich große Stücke raus. Und roll die dann zu ovalen Schiffchen aus. Wenn ich hier dann so eine ovale Form habe, dann nehme ich mir meine Creme und verteile die gleichmäßig auf dem ganzen Teig. Wenn die Creme dann gut verteilt ist, dann nehme ich mir meinen Belag. Ich fange jetzt erstmal an mit der klassischen Dinnede. Verteile die Zwiebeln hier gut. Da ruhig eine ordentliche Menge nehmen. Dann nehme ich mir die Speckwürfel. Verteile die ebenfalls. Hier ruhig großzügig sein.
Den Grill habe ich ja vorher schon mal hochgeheizt. Ich habe jetzt alle Brenner auf niedrigste Stufe gestellt. Nehme jetzt meinen Pizzaschieber und mache das einfach mal hier drauf. Genau das gleiche Vorgehen dann auch bei der vegetarischen Variante. Das Ganze einfach wieder oval ausrollen. Dann hier das gleiche, auch wieder die Creme verteilen. Dann meinen vegetarischen Belag nehmen, hier erstmal die Frühlingszwiebeln schön verteilen. Hier ruhig auch großzügig sein. Dann nehme ich die Kartoffelscheiben, verteile die ebenfalls. Und so kommt das Ganze jetzt auf den Grill. Ich schätze mal, dass das Ganze so 10 bis 15 Minuten braucht, bis es fertig gebacken ist. Aber das schauen wir uns gleich an und probieren es dann auch gleich. Ich habe jetzt gerade schon mal reingeschaut und der Dinner, der ist jetzt schon nach ca. 7 bis 8 Minuten fertig. Ich nehme es jetzt so runter und dann probieren wir das Ganze mal. So sieht die fertige Dinner der jetzt aus. Probiert zuerst mal die vegetarische. Also es schmeckt echt super. Ich hätte eventuell ein bisschen Salz drüber machen können. Aber eins muss ich sagen, was man hier auch schon sieht, der Teig ist super aufgegangen, ist super fluffig. Ich probiere jetzt mal die klassische Variante. Also es schmeckt echt richtig gut. Hier fehlt natürlich auch kein Salz, weil ich hier meine Speckwürfel habe und die natürlich dann Salz abgeben. Aber der Teig hier, muss ich sagen, der Teig ist echt hervorragend. Das ist echt Hammer, also wie fluffig und wie gut der aufgegangen ist. Und das in der kurzen Zeit. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wenn du noch mehr solche Videos sehen willst, abonniere den Kanal und like das Video. Ich backe die restlichen Dinge jetzt noch aus. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.